Hallo, liebe gepflegte Bienenfreunde. In die Kamera gucken, nicht auf das Mikro. Hallo, Puschel. Genau. So, das fällt mir einfach ins Wort. Ja, yay. Der Kameramann muss auch mal was sagen. Hat er das Recht zu sprechen? Komisch. Okay, ich mach Scheißbus. Achso, Kamera. Moin, Freunde des gepflegten Imkerns und des leckeren Honigs. Heute geht's um die Kollegen. Absolut arschgeil, die Dinger übrigens. Oben rechts habe ich mal einen Link reingepackt zu dem Video. Ich habe mal ein separates Video gemacht. Ja. Abo da lassen, wichtig. Und Like. So, jetzt kann es losgehen. Lul. Jetzt geht es nämlich um die Kollegen. Wie gesagt, wir tauschen heute unsere tollen Kunststoff-Futtertaschen. Futtertaschen. Absoluter Müll, ganz ehrlich. Also absoluter Müll vom Herrn. Die tauschen wir heute aus. Mal was Vernünftiges rein. Kommt hier rein mit allem drum und dran. Wie gesagt, Link oben rechts in der Infobox. Ja. Und da tauschen wir jetzt mal aus. Impression vom Flugloch kommen auch noch, ganz wichtig. Und ja, was noch? Das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Das seht ihr jetzt in dem Video. Yay, Business Session. Lol. Gucken wir mal, was die guten Dämchen hier machen. Die Folie ist echt gut. Dann kommen sie in die kleine Fresse geschwürzt. Ja. Schon schön alles mit Propolis verkleistert. So, gleich als Info für die Hater unter euch. Wir hatten heute 28 Grad. Jetzt sind es immer noch 25, sonst würden wir das hier gar nicht auseinanderruppen. Das ist definitiv das letzte Mal heute. Oh, Missgeschicke gibt es überall, wa? So, mehr holen wir heute auch gar nicht raus. Wir sehen, das Futter, an und für sich 24 Kilo, schon eigentlich viel zu viel, was wir eingefüttert haben. Aber wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Wo? Wird schon schön verdeckelt, alle hängen sie mit den Köppen drin. Der böse Rauch war da. Deswegen die Futtertasche. Erstmal nur als Placebo. Die finden ja noch was, also Pollen und anderes Gelumpe, was die so sammeln. Es ist noch reichlich im Angebot vorhanden, hier bei uns. Das nächste Volk. Das zweite, das ruhige. Oder mit das ruhigere. Naja, unser Vorgänger hat halt hier ganz schön große Abstandsdinger genommen. Jetzt gibt es gerade hier schlechte Laune. Hat es gerade. Oh.
Ämchen, rein mit euch. Oh, leicht Angst, dass wir eine mittelschwere Gehirnerschütterung kriegen. Auch hier gucken wir mal. Wie schwer unser Rähmchen hier ist. Da könnte eigentlich noch was rein. Ah ne, ist auch voll. Voll, aber leichter. Naja, und hier sieht man ja tatsächlich, dass die jetzt Richtung Winter keinen großen Bock mehr haben, irgendwelche Rähmchen weiter auszubauen. So, Mädels, machen wir euch wieder rein. Wird es nie allzu kalt. Mal gucken, ob das hier reinpasst. So, naja, das passt hier gerade so rein, aber füttern tun wir ja nicht mehr. Und nächstes Jahr wird sukzessive Rähmchentausch angesagt sein. So, naja, dann. Nun ja, jetzt bleibt noch als letztes unser Chaos-Terror-Volk. Gucken, wie die heute drauf sind. Auf jeden Fall sind sie voll. Hier ist anständig was los. Mit anständig Wildbau. Naja, Chaosvolk ist halt gar nicht so chaotisch drauf. Sind eigentlich auch recht geschmeidig. Aber hier hat man das Problem, dass die Wabe hier ein bisschen arg angeklebt hat. Ja, lass die Wabe drin, nämlich nicht, was anders machen können. Wie wirst du es machen? Das Problem ist, da hinten kommt sofort nämlich. Naja, machen wir mal eine Messorgie. Hoffentlich funktioniert das. Ist ganz schön schwer. So, hier haben wir 21. Ganz schön schwer. So. 21 plus 24 ergibt dann Pi mal Daumen 45 wie letztes Mal. Also sind hier die Damen tatsächlich gut eingefüttert. So, und was so viel Spaß macht, so eine Messorgie, geht es gleich weiter. Tara, den Gurt braucht man nie wiegen. Ist das schwer. Mach Piep. Ich
Hier haben wir 19 Kilo. Ja, es ist mit den Kofferwagen recht schwierig, bis die mal ihr Maß da gefunden haben. Man zappelt dann doch sehr viel. Eieiei. Naja, mit 16,7 war das Volk schon etwas hungriger. Naja, das Terrorvolk macht er selber. Der Herr Jung Imker. Ja, schön zu sehen. Unten rechts in der Ecke, wie sie alle wieder nach Hause gefunden haben. Nach dem bösen Ansturm des bösen Menschen. 19. Satte 19. Boah, los geht's mit dem Spanngurt Messorgie. Boah, warum klappt das nicht immer so? Das geht immer nur vorne so schön. 20,92. Also sind wir da auch bei summa summarum 41 Kilo fast. So, ich hoffe, euch hat es gefallen, was wir heute so schönes hier verübt haben. Haben natürlich wieder für Aufregung bei den Bienen gesorgt. Alle sind so gut eingewintert mit ca. 43, 40 und auch 40 Kilo. Da wir hier Dadant US benutzen, sollte das mehr als ausreichend sein für den Winter. Wir wollen die Damen ja nie überfüttern, weil dann tun natürlich die ganzen Arbeiterinnen das Futter. Hier schwirrt mir die ganze Zeit eine von der Nase rum. Das Futter in den Brutraum oder in die Bruträmchen einfüttern, einlegen. Und wo sollen dann die Winterbienen hin? Die werden quasi jetzt angesetzt. Jetzt sind die Stifte für die Winterbienen da. Und wenn alles voller Futter ist, hat die Königin keinen Platz. Gibt es keine Winterbienen. Dann habt ihr Ofenholz hier rumstehen. Sehr schön. Auf jeden Fall, das Moker ist am Ende. Da kommt nichts mehr raus. Haben wir es mal richtig gemacht. Einwandfrei. Lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo, ganz wichtig. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich sage.